wieder, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir Eclog Edition, meine Friends. Mein Gott, ey, das war schnell. Zero spricht schneller als sein Schatten, würde ich sagen. Und wir sind jetzt hier in der zweiten Arena angekommen, Part Nummer 7. Jawohl, so weit sind wir schon. Und Leute, das Projekt, es geht ab. Wie Schmidt, Katze, wir melden uns erstmal hier einfach einen neuen Part. Oh, hallo Zero, du bist ja auf dem Weg, einen neuen Part anzumelden. Du willst ein Hochland, was? Kampf-Pokémon? Hals und Beinbruch. Alles klar, Leute, wir ihn heute in den Hals und das Bein brechen. Das hat mega weh getan. Habt ihr das Knacken gehört? Alles klar, Leute, ich bin bereit. Die Cappy des Arenaleiters setzen wir auf. Noch nicht. Wir sind noch nicht beim Arena-Kampf, von daher hat die noch keinen Stellenwert hier in diesem Part. Von daher streiten wir einfach hier durch. Habe ich aufgehalten. Das Wichtigste überhaupt. Habe ich aufgehalten. Jawollo, sieht gut aus. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und... Achso. Ich muss hier durch die Wand, wie es aussieht, irgendwie. Oder wie geht das? Hm? Wusste ich. In der Kraft liegt die Gerechtigkeit. Huja! Genau, so machen wir das. Und, Leute, was geht ab? Ab den heutigen Tag habe ich Urlaub. Ich muss eigentlich eine halbe Stunde nochmal zur Arbeit, zum letzten Arbeitstag. Ich freue mich des Todes nicht darauf. Und, Leute, ich habe so heftige Ideen von euch bekommen für das Eier ausbrüten. Ey, das wird so geil werden. Ihr habt mir einfach Ideen geschickt, wie ich da so richtig geile Ideen machen kann. Hoffentlich macht er jetzt keinen Karateschlag, der uns crittet. Weil ein Crit-Karateschlag kann uns auf jeden Fall weghauen. Und ich wollte eigentlich so gerade den Wi-Fi-Kampf aufnehmen wollen. Für Sonntag. Der Party kommt ja Montag hoch. Für Sonntag. Oh ne, jetzt. Er wird uns gleich critten, Leute. Wenn er uns gleich critten wird, ne? Ich. Das kriegen wir nicht hin. Wir kriegen ihn nicht hoch. Oh! Ne, Flinkklaue. Was laber ich da? Ich wollte gerade sagen. Kriegen wir einen Angriffspush? Nein. Ich denke, das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Wer ist gerade schon kommt? Nein! Shit, Alter. Shit. Da bleibt irgendwann kurz das Herz stehen, wenn man sieht, dass der so viel Damage macht. Und es war der Crit, wie vorher beschworen, durch Energiefokus. Heftige Sache. Aber ich habe mal eine ganz witzige Kategorie rausgehört auf dem Kanal. Und das sind für die Wi-Fi-Kämpfe, die ich auf jeden Fall in der nächsten Woche, beziehungsweise in der jetzigen Woche, die jetzt angebrochen ist, mit euch durchziehen werde, da ich ja Urlaub habe. Habe ich mir so einiges ausgedacht an neuen Projekten und all sowas. Ja, wenn ich es noch hinkriege, dass ich, am Sonntag den Wi-Fi-Part hochgeladen bekomme, dann wäre das schon ziemlich nice. Aber das werden wir sehen, Leute. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, werden die zwei Parts hochgekommen sein. Auf jeden Fall der Nuzlocke-Part, den ich schon gerendert habe. Es ist jetzt Freitag und ich habe das Samstag-Video fertig und das Sonntags-Video fertig, Leute. Ich bin richtig stolz auf mich mal, ey. Was ist da los? Ich kann richtig gechillt ins Wochenende starten. Nimm jetzt den Part für Montag auf. Hab noch Wi-Fi-Part vielleicht für Sonntag, den ich noch, wie gesagt, aufnehmen muss. Zumal das Commentary dazu machen muss. Und es kommt ein Ei, Leute. Werden wir getrollt heute mal wieder, wie beim letzten Mal? Oder ist es diesmal was Legites, Leute? Ich bin gespannt. Ist es was Geiles? Shinox! Das ist cool! Klasse Sache! Geil, Shinox, das freut mich. Props nochmal an mein PMD-Let's Play dazu. Geil, ein Shinox. Männlich oder weiblich? Männlich. Leute, ein männlicher Abonnent in 3, 2, 1. So, meine Friends, da bin ich hier und zwar das Pokémon, der gute Mr. Mythos geworden. Will ich gegrüßt, mein Friend. Jawollo, gucken wir uns dann das Pokémon an, ob es mal wieder ein Broke-Pokémon ist oder ob es was... Ah, geht so ist. Wir haben ein Dieses Pokémon ist gut, aber es ist nicht schön. Ich stelle mir ein anderes Pokémon auf meiner Box jetzt vor. Ja, schade. Ist leider jetzt nicht das geilste Pokémon. Habe ich jetzt bis mehr von erwartet, aber egal. Dann haben wir schon mal, das sind Pokémon, die ich schon mal benutzt habe. Und hier kommen die Pokémon, die ich noch benutzen darf. Okay, ich würde sagen, wir setzen einen Counter ein, Leute, für das Schwalbini. Legen es ab und nehmen uns ein neues Ei. Zack. Und das werden wir dann, je nachdem, erstmal im Team behalten. Ist so, bleibt im Team, Leute. Das ist einfach so, weil wir ist so im Team lassen. Mein Gott, was laber ich da? Habe ich aufgehalten? Ich weiß nicht. Ich halte noch einfach normal auf. Und viele haben in die Kommentare geschrieben, ey, Zero, machst du hier nach noch eine Egglog? Weil danach ist es irgendwie nichts Besonderes mehr. Und, Leute, Ich werde diesen Kanal wenn ich dieses Wort mal aussprechen könnte, dann könnte ich es auch machen. Ich werde diesen Kanal revolutionieren. Jetzt ist richtig. Ja, ich werde diesen Kanal revolutionieren. Ich werde das machen.
Scheiße. Ich werde diesen Kanal revolutionieren. Und das heißt, ich werde mit neuen Ideen kommen. Ich werde mit neuen Konzepten kommen, Leute. Ich werde hier alles, was ihr auch jemals auf diesem Kanal gesehen habt, um 180 Grad drehen und sowas wie eine Egglock starten, sowas wie zum Beispiel eine Wonderlock machen. Irgendwelche anderen Challenges, Leute. Ihr werdet hier auf jeden Fall neue Sachen sehen. Da werdet ihr auf jeden Fall, ja, gespannt drauf sein, hoffentlich. Und ja, es kann nur geiler werden, Leute. Ich will, dass dieser Kanal... Ich habe ein Ziel, Leute. Ich weiß, wo ich mit dem Kanal hin will. Und ihr seid diejenigen, die mir das ermöglichen können. Das heißt, wir müssen zusammenhalten als Community und so werden wir auch das, was ich werden will. Und zwar ein super YouTuber. Oh mein Gott, das macht super, super Damage. Ja, ich weiß, ich bin ein super YouTuber, aber ich will ein super YouTuber sein mit... Ja, wie soll man das sagen? Wie soll man das sagen? Mit einem Ziel. Ich habe ein Ziel und das will ich erreichen dieses Jahr noch. Okay, dann hat das ja nichts zu tun mit den zukünftigen Projekten. Mein Ziel für 2016 habe ich noch gar keine Ahnung von. Vielleicht hier mit YouTube irgendwie mein Studium zu finanzieren. Das ist das Einzige, was ich vielleicht machen will, weil ich will ja nächstes Jahr studieren. Und da wäre vielleicht so ein bisschen YouTube-Hilfe ganz gut, die mir da die Miete ein bisschen bezahlen wird. Weil stell dir mal vor, so Zero so in einem Jahr auf der Straße. Ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Kleingeld. Hier, meine Arena-Leiterkappe, können Sie Kleingeld reinschmeißen. Hänge ich auf der Straße und bettel da nach Geld oder sowas, weil ich die Miete nicht bezahlen kann. Wer weiß, ey. Nee, aber das wäre schon echt ein Traum für mich, dass ich mit YouTube vielleicht mein Studium bezahlen könnte. Das wäre schon echt fantastisch geil, weil, keine Ahnung. Wäre einfach ziemlich cool. Ich stelle mir das vielleicht noch alles ein bisschen bunt vor. Aber ich hoffe einfach mal, dass es alles so funktionieren wird, wie ich es mir vorgestellt habe einfach. Und das war's schon mit dem... Genau, das war's schon. Da trainiert schon der gute Camillo. Es kann auch sein, dass ich das gar nicht schaffen werde. Und dass ich da voll den Griff ins Klo haben werde und dann gar nicht mit der Zeit hinkomme und mit dem Geld natürlich auch nicht. Ist ein Risiko, Leute, aber wie gesagt, ich habe ordentlich Geld gespart, das sollte eigentlich lang. Und wir wollen hier einfach mal ein bisschen Cardio machen. Hinten sehen wir eine Pokémon-Anzeige. Ist das sein Team vielleicht? Das wäre ziemlich cool, aber wir können es gar nicht angucken. Schade. Genau, es sind zwei Pokémon, es müsste sein Team sein. Das ist bestimmt... Oh, geil, ey. Das ist nice. So, Camillo, was geht ab in the club hier, in deinem Fitness-Gym? Ich war auch mal trainieren, ein halbes Jahr lang, hat aber leider nicht so viel gebracht. Deswegen, ich bin Camillo, der Relator von Fausterhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und sowohl in der Höhle in der Nähe der Stadt als auch an den Geräten hier in der Arena trainiert. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, was du drauf hast. Bam, bam, bam. Let's show your muscles and let's battle. Camillo, Camilla, die gute Arenaleiterin, will kämpfen gegen Macholo mit Macholo, gegen unser Schwalbini. Dartiri. Ist euch aufgefallen, dass alle Vögel der Anfangs-Pokémon Taubsi? Ne, Hutu nicht. Verdammt, ich hab gerade einen Pokémon-Fact rausgehauen, den ich mir selbst ausgedacht habe. Schade, hab ich aber nicht. Ich hab gedacht so, Schwalbini, Taubsi, Dartiri, Staralili. Das sind alles Pokémon, die mit I enden. Aber da kommt Hutut. Hutut, warum Hutut? Er hat Protzer gemacht. Sollte auf jeden Fall noch einen Hit aushalten, wie es aussieht. Aber er ist nicht geboostet von Energiefokus her. Von daher können wir ruhig einen Karateschlag abbekommen. Es könnte aber Crit. Trotzdem war es hoch, Volltreffer schon gesagt. Und es Crit. Crit nicht. Glück gehabt. Ja, komm mit dem Supertrag. Ich müsste eigentlich auffallen. Wenn ich einen Crit kassiere, ist Pan tot. Warum das Pan stirbt? Er ist geboostet. Wir haben Angst, Leute. Wir haben Angst. Wir haben Angst. Das Ding ist, wenn ich jetzt gerade kassiere, dann kann ich nochmal dran ersetzen. Das heißt, es ist total unnötig, was ich jetzt mache. Ich kann am besten auswechseln. Kann nur hoffen, dass er keinen Move hat, den hier unser gutes Nebulak trifft. Silberblick. Oh, ein silberner Blick. Okay, und wir setzen mal die Attacke. Nachtnebel ein. Trifft das überhaupt? Jetzt ruft zurück, okay. Für Makuhita! Makuhita, Nachtnebel Connecting. Macht gut Damage, auf jeden Fall. Macht 15. Sollte auf jeden Fall. Oh, Viertel. Viertel stark. Ich glaube, das Ding hat Abschlag. Das Ding hat Abschlag, 100%ig. Deswegen predikte ich den Abschlag. Und geh auf Sarok. Ich weiß, Sarok ist eine ziemliche Taktik. Warum wackel ich hier so? Ich weiß auch nicht. Ich bin halt richtig nervös gerade. Ich bin richtig nervös. Eigentlich will ich Sarok nicht benutzen, weil. Er setzt Protzer ein. Okay, er setzt Protzer ein.
Aber Sauk hat eigentlich ein gutes Matchup dagegen. Der soll das Ding eigentlich locker wegkommen. Machen den Mogelhieb erstmal. Das ist so unfair einfach. Ey, Eisenfaust, Mega-Damage. Mogelhieb schreckt zurück. Natürlich aus der Konzentrator, was er meine Hand noch nicht hat. Hauen den Feuerschlag raus. Hat Stab. Wir sind schneller. Das soll auf jeden Fall der positive Kill sein. Oder? Jawoll, so ist es. Aber Sauk ist einfach zu strong, Leute. Ey, das ist wie der Messi im Fußball einfach, ey. Da kommt nichts rüber. Das Ding ist zu stark. Macholo kommt nächstes rein. Wow, Bildschirmschoner, No, chill. Den muss ich auf jeden Fall ausschalten, Leute. Ich kriege mal einen halben Herzinfarkt, wenn das passiert, ey. Wir setzen Pan ein. Ich werde Pan aufheilen, weil er hat jetzt nicht mehr den Protzer. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Chance, das Ding jetzt zu two-hitten. Two-hitten nicht. Solange jetzt kein Protzer einsetzt und kein Crit landet, ist alles good to go, Leute. Ist alles good to go. Schnabel connecting. Emma Protzer, easy kill gleich. Easy kill, das kriegen wir locker hin. Wir sind schneller als das Ding. Und ein Schnabel soll das Ding weckern. Außer er hat noch einen Supertrank, was er meiner Meinung nach nicht hat. Von daher war's das mit der Arena. Jawoll, zweiter Orden in unserer Tasche. Easy gerackt hier den guten Camillo. Den Camillo-Tee des Todes. Und dann haben wir Level 16 für Pan. Dreschflegel. Alles klar, du kannst dir gerne mal ein bisschen an der Dresche wehen. Aber... oh, klar, schade. Razor Level 18, nice. Und das war's mit Camillity. Kein Ding für den King, würde ich sagen, oder? Nicht schlecht, nimm diesen Horn. Du hast ihn dir verdient. Das war wieder kein Ding, Leute. Wir müssen mal, ich glaube, ich mache als nächstes, wenn ich so eine Egglock mache mal, wenn ich in Zukunft mal wieder so eine Egglock machen sollte, jetzt nicht, dass wieder Leute sagen, ey, du machst jetzt immer Egglocks, dann werde ich, glaube ich, eine Edition nehmen, die ein bisschen schwerer ist, was die Blaze Black oder Worldwide, genau. Oder was gibt's noch? Storm Silver, Sacred Gold. Es gibt so vieles, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Pokémon ABCD, die weiterentwickelte Form von Pokémon XY und Z. Ne, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall hier raus und sehen uns mal den ganzen Sportplatz hier an, den er hier hatte. Oh, ein paar Kreuzhanteln hier eben, ein bisschen Cardio. Es geht alles voll klar, würde ich sagen. Puh, Leute, wir sind fertig. Ich bin vor allem fertig. Und ich darf gleich zur Arbeit. Yay, ist das klasse. Aber das Gefühl im Hinterkopf zu haben, so, ey, du bist schon fertig mit den nächsten Aufnahmen für alles eigentlich, ist ein ziemlich geiles Gefühl. Das freut mich immer tierisch, wenn ich das so weiß einfach. Deswegen, wenn ich weiß, hey, du hast morgen mal so LP frei sozusagen, brauchst nichts unbedingt jetzt, ja, aufnehmen. Hast alles fertig auf Platte, hast schon hochgeladen, Thumbnails gemacht, hast die Beschreibung ausgefüllt, bist zufrieden damit. Dann ist das schon echt geil. Deswegen, da freue ich mich immer tierisch drauf. So, gehen wir, würde ich sagen, hier rein. Und ich muss mich auf jeden Fall wieder darauf vorbereiten. Ich will auf jeden Fall einen neuen Banner auch machen in den nächsten Tagen. In meinem Urlaub werde ich das wahrscheinlich abends irgendwann machen. Neuen Kanalbanner, weil mir der jetzige nicht gefällt. Genau wie das Profilbild, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten. Und ja, mit Troy! Oh, Wandmalerei. Ich habe mit Graffiti gesprüht, weil ich ein Rocker bin. Ich bin ein Rocker. Wumps. Ein Meisterwerk von Mr. Leonardo Detroit. Was das sein soll, keine Ahnung. Es hat ein Kindergartenkind nicht besser zeichnen können. So, wart mit Wachsmalkreide hat er es an der Wand gekritzelt. Übeltäter, hier kommt die Polizei, Zero. Was, Polizei? Von den reinen Bildgewalt der Wandmalerei aus zu urteilen, muss diese urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über übermenschliche Kräfte verfügt haben in seiner Form erst. Sie ähnelt der uns bekannten Mega-Wecklung, aber irgendwas ist anders an ihr. Ja, das muss ich unbedingt näher untersuchen. Oh, eine Lady. Oh, wie der sich gedreht hat, ey. Das war ja geil, Troy so. So, Leute, ich mach's nochmal wie Troy jetzt. Wow, man sollte nicht den Treuner machen, Leute. Das ist nicht cool. Und du bist... oh, freut mich, Zero. Ja, jetzt hätte ich fast vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der Champ der... ich bin natürlich Troy. Ich bin leidenschaftlicher Steinesammler. Na, nur das ist ein Brief für mich. Hey, wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur vom Mr. Trump. Okay, dankeschön. Dafür hast du dir extra die Mühe gemacht. Oh mein Gott, dafür kriegst du jetzt auf jeden Fall Stahlflügel! Jawohl, Leute, unsere Arme sind aus Stahl. Und wir hauen damit so manche Pokémon down. Ich würde sagen, wir hauen erstmal diese Wandmalerei kaputt.
Und ja, wie gesagt, die Story ist jetzt nicht so relevant, meine Friends. Von daher skippen wir das ein bisschen. Skip, 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 skip. Allerdings hat dein Pokémon-Team keinerlei Grund, sich vor ihm zu fürchten. Es ist ein schwaches Pokémon. Es wird so wegklatschen, mein Friend. Und wir sollen uns in der Pokémon-Liga mal wiedersehen, habe ich gehört, als Champ und so. Na gut, ich muss mich beeilen. Viel Erfolg noch. Ciao, ciao. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Gut, mein Friends, das war's aber mit dem heutigen Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir Egglock Edition, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Alpha Saphir. Ihr wisst dran, denkt dran, falls ihr einen UA-Part sehen wollt, dann einen Daumen nach oben. Ab 350 Likes, ab die nächsten drei Parts gibt's ein UA gratis für euch. Von daher, haut rein, bis nächsten Part und ciao, euer Zero.